Hallo und willkommen zurück bei Subnautica. Und hier mitten beim Gärtnern erwischt. Ich habe, wie versprochen, im letzten Part hier einige Gelsäcke eingesammelt und habe die mal versuchstechnisch hier in eins dieser Beete eingepflanzt. Und was tatsächlich funktioniert und was ihr unbedingt machen solltet, ist, hier einzupflanzen, und wenn ihr sie dann aberntet mit dem Messer, kriegt ihr daraus drei Samen, die ihr wieder einpflanzen könnt, und habt dadurch jetzt einen, ja, sag ich mal, lebenslangen Vorrat an Gelsäcken, die ihr hier schön eingepflanzt lassen könnt. Das ist super, das gefällt mir gut, ganz im Sinne des Gärtners hier, und ihr müsst euch gar nicht mehr groß Sorgen machen, ständig diese Gelsäcke zu finden, sondern könnt die einfach schön in eurem Garten anbauen. Und ja, die schmeiße ich jetzt auch direkt hier in den Spind. Und ich würde sagen, was wir letztes Mal auch noch gefunden haben, ganz am Ende des Videos, ist der Bohrarm für unseren Krebs. Und den würde ich jetzt gerne damit ausstatten. Und dafür muss ich jetzt mal schauen, was der kostet. Krebsbohrarm, 5 Titan, Lithium und 4 Diamant. Okay, nicht billig das Ganze. Aber ich denke, das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5. Titan. Einmal Lithium. Und 4 Diamanten. Hier sind sie drin. 1, 2, 3, 4. So. Aktuell benötigen wir das noch nicht. Ihr könnt aber natürlich jederzeit mit eurem Krebs losziehen und sein Bohrarm einsetzen, denn mit dem könnt ihr wirklich ordentlich Ressourcen farmen. Ich warte tatsächlich noch, bis wir die weiteren Scans für den Krebs noch finden, um ihn noch zusätzlich etwas mobiler zu machen. Aber ich werde das jetzt hier mal anlegen und dann machen wir auch gleich eine kleine Spritztour mit dem Kollegen. Vorher will ich aber einmal reinhören, was der Kommunikator zu sagen hat. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Okay. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. So, wir haben jetzt leider nicht die genauen Koordinaten von Rettungskapsel 7 bekommen, nur ein Foto. Das sieht so ein bisschen wie die Region der spitzen Berge da aus. 200 Meter. Und 1 Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. Okay. Was das jetzt impliziert ist, dass wir zum Heck der Aurora gehen sollen und von dort 1 Kilometer südwestlich reisen. Warum kann ich nicht einsteigen? Ich kann nur den Vorrat auswählen. Na komm. Also komm. Gibt es doch nicht. Naja, vielleicht nicht hier aus dem Wasser. Und genau das machen wir jetzt. Der Grund aber ist tatsächlich ein anderer. Erstens will ich mal unbedingt den Krebs ein bisschen steuern. Zack. Superhero-Landung. Ihr seht, wenn ihr mit L1 hier den Antrieb startet, könnt ihr so springen. Und das kann man tatsächlich ein bisschen upgraden gegen später, sodass der deutlich weiterkommt. Und der hat tatsächlich auch noch ein Greifhakenarm, mit dem ihr euch dann so ein bisschen Spider-Man-artig durch die Gegend schießen könnt. Aber trotzdem, ihr seht, ihr kommt schon recht gut mit dem Krebs hier voran. Ich will jetzt grob zum Heck der Aurora. Jetzt will ich mal. Yep, das ist exakt die richtige Richtung. Der Grund, warum wir da hingehen, ist nicht unbedingt Rettungskapsel 7, sondern wir sind auf der Suche nach den verbleibenden Fragmenten für unser letztes Fahrzeug, den Zyklopen, den wir auch für eine Trophäe basteln müssen und aber auch gut benötigen, um, oder gut gebrauchen können, um in die tieferen Regionen vordringen zu können. Jetzt zeige ich euch mal etwas, und zwar, wenn ihr auf euren Zyklopen geht, hier ist er, seht ihr, dass wir die Rumpffragmente schon gefunden haben und uns fehlen noch 2 Fragmente vom der Brücke und 2 Fragmente vom Maschinenbauplan. Und wenn wir das alles gefunden haben, also 3 davon, 3 davon, 3 davon, erst dann können wir tatsächlich den Zyklopen bauen.
Also doch etwas Aufwand das Ganze und wir werden jetzt dafür uns dem Heck nähern. Jetzt ist es auch noch Nacht geworden, ich krieg die Krise. Oh je, oh je, das ist natürlich ideal. Denn am Heck des Zyklopen gibt es, Heck des Zyklopen, am Heck der Aurora gibt es tatsächlich diese fehlenden Fragmente. Allerdings ist es da verdammt gefährlich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Krebs hier mitnehme. Der ist ein bisschen, na, ich sag mal, robuster als die Seemotte. Und den Grund dafür zeige ich euch jetzt. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir ungefähr sind. Okay, das Heck ist da hinten. Dann gehen wir auch da grob in die Richtung. Ist das finster. Das macht das Ganze jetzt noch ein bisschen unheimlicher. So, jetzt kommen wir hier in die Gegenden. Ihr seht, wo es etwas kahler wird. Das heißt, wir sind nahe der Aurora. Das ist genau, wo wir sein wollen. Mehr oder weniger. So, ich schaue mich jetzt hier mal ein wenig um. Ich steige mal kurz aus. Ich brauche auf jeden Fall das Stasi-Gewehr und eine Taschenlampe, weil Nacht. Aha, guckt mal hier. Das ist schon das erste Fragment, Brückenfragment. Und ich glaube, ich lasse den Zyklopen jetzt hier erstmal stehen. Und wir bewegen uns jetzt hier mal so Richtung Heck. Hier sind wir schon. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum ich das jetzt bei Nacht mache, weiß ich auch nicht wirklich. Ich sammle mal noch ein bisschen Quarz ein. Bewegt euch hier am Heck entlang. Oh Gott. Okay, ich sehe schon, macht das nicht bei Nacht. Oh Gott. Nein, 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 macht das nicht bei Nacht. Ich habe ihn nur gehört, nicht gesehen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, da ist er. Dieser Kollege hier, ich habe ihn Gott sei Dank mit dem Gewehr erwischt, wird euch fressen. Er wird euch fressen und da kennt er auch keinen Spaß. Oh Gott. Ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe zum Krebs zurück. Ich muss warten, bis es Tag ist. So sieht man den ja gar nicht kommen. Oh mein Gott. Ich nehme ein bisschen Titanmetallschrott mit. Hallo. Ich glaube, ich steige mal wieder ein. Das ist mir überhaupt nicht suspekt. Und ich sehe die Fragmente nicht bei Nacht. Wir warten jetzt auf den Tag. Ich gehe trotzdem so ein bisschen vom Heck aus, hier so diesen Hang entlang, um uns so ein bisschen zu positionieren. Ihr könnt übrigens auch mit dem Krebs Dinge einsammeln. Die gehen dann in sein Lagerraum. Auch Gleiches passiert, wenn ihr Ressourcen mit dem Bohrhammer abbaut. Also das funktioniert wirklich gut. So, ich erkunde jetzt hier ein wenig die Gegend. Ich bleibe hier auf der in Anführungszeichen sicheren Seite dieses Bergkamms hier, weil hier kommt eigentlich dieses Monster eher seltener hin. Hoffe ich, denke ich. Und ja, warte jetzt einfach, bis es Tag wird. Ich nehme ein bisschen Metallschrott mit. Zack. Vielleicht finden wir sogar ein Abbaugebiet für unseren Krebs hier. Grob südwestlich vom Heck, das wäre die Richtung für Kapsel 7. Da wollen wir als nächstes hingehen. Aber 1 Kilometer laufe ich mit dem Ding, glaube ich, nicht. Immer noch nicht wirklich Tag geworden, ne? Ich lasse mal unseren Krebs hier stehen. So. In sicherem Abstand und folge hier so ein bisschen den Trümmerteilen. Ah, und da seht ihr schon, da ist ein Fragment. Da ist ein Zyklopfragment. Auch davon. Oh, Stasi-Gewehr.
Habt ihr das gesehen? Man denkt immer, der. Oh mein Gott. Nee, 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 verschwind. Okay, wenigstens geht die Sonne gerade auf. Uff, okay, unser Krebs ist noch da. Ich tauche mal kurz auf. Ja, wir sind jetzt hier genau am Heck. Und ihr seht, es ist wirklich, wirklich gefährlich hier. Jetzt wird es wenigstens Tag. Das heißt, ich kann mein Gewehr ausgewählt lassen. Um hier noch die fehlenden Fragmente zu suchen. Ohne dieses Gewehr würde ich mich hier nicht ertrauen, muss ich ehrlich sagen. Da ist er wieder. Uff. Okay, ja, komm, Sonnenlicht, komm zu mir. Das ist sehr schwierig zu sehen. Ach, das sieht jetzt aber cool aus, muss ich sagen. Schöne Tageszeit. Na gut, wenn ich dieses Monster wäre. Oh, da kommt er schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Geh weg. Meine Herren, das ist echt gefährlich. Wir können ihn ja mal scannen. Oh, vielleicht auch nicht. Ah. Wie heißt der? Chili was? Naja, egal. Lieber überleben. Okay, also alles hier in diesem Heckbereich der Aurora ist Gebiet, wo ihr den Zyklopen finden könnt. Leider, wie ihr seht, auch Gebiet, wo ihr diesen riesen Leviathan, der wirklich sehr, sehr aggressiv sein kann. Ich will ihn schon wieder. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Licht. Mir fehlt noch ein bisschen Licht hier, um die letzten Teile hier ausfindig machen zu können. Das ist eher Metallschrott hier. Ich habe immer schön meine Kanone ausgewählt. Wir kriegen eine neue Nachricht. Oh, der Schatten. Puh, okay, also ich bin mir ziemlich sicher, hier gibt es alle Teile, die wir brauchen. Der macht mich kirre. Hier gibt es auch Kisten ohne Ende, wie ihr seht. So, jetzt. Oh. Meine Herren. Der sneakt sich auch immer so an. Ah, jetzt ja. Hier ist noch ein Fragment. Und ich glaube, da hinten sehe ich schon ein weiteres Zyklop-Maschinenfragment. Und Brückenfragment. Okay. Wir haben den Zyklopen. Wir haben den Bauplan und das heißt, ich verziehe mich jetzt hier auch. Weil ihr seht, es ist so gefährlich hier. Ich schaue jetzt gar nicht groß in den Kisten nach. Nein, nein, nein. Ich verziehe mich jetzt hier einfach ab zum Krebs. Wir können ja hier noch ein bisschen was mitnehmen. Kein Sauerstoff mehr. Oh, schnell an die Oberfläche. Ihr seht, da liegen noch mehr Fragmente rum. Die wären vielleicht sogar einfacher zu bekommen gewesen. das war scary. Und ab die Post zum Krebs. Das war scary. Meine Herren. Okay, Kurs Südwest. Ich suche jetzt die Kapsel 7 doch noch von hier aus. Ich probiere das einfach mal. Das Heck ist hier, das passt. Und jetzt gehen wir schön auf südwestlichen Kurs. Ihr seht die Wandermarkierung, die ich da gesetzt habe. Das habe ich auch letztes Mal offscreen gemacht, weil ich das euch unbedingt noch zeigen wollte. Da laufen wir jetzt mal hin. Die ist ungefähr 1,2 Kilometer entfernt. Das heißt eigentlich grob, wenn wir dorthin zielen sollten, sollten wir so 300-400 Meter davor bei der
Rettungskapsel 7 vorbeikommen. Dann haben wir alles richtig gemacht. So, ihr seht, ihr kommt auch mit dem Krebs zumindest bergab ziemlich gut voran. Wie das später bergauf aussieht, das weiß ich noch nicht. Deswegen will ich auch nicht zu weit mit dem Kerlchen hier gehen. Aber ich glaube, wir sehen hier schon die spitzen Berge. Und können jetzt hier schön runterlaufen. Dass wir jetzt alles die Zyklopfragmente haben, ist top. Da können wir dann bald schon unseren Zyklopen bauen. Okay. So, weiter geht's. Und ich denke tatsächlich, nach dem Bild zu urteilen, war das ja genau hier so umzingelt von solchen spitzen Bergen. Das heißt, wir können auch hier schon so ein bisschen Ausschau halten. Wahrscheinlich ist es irgendwo hier unten. Ich glaube, das ist nichts für... Nee, nee, wenn ich da einmal runtergehe, dann, nee, dann ist er weg. Komme ich hier nie wieder hoch. Ich glaube, diese Rettungskapsel ist tatsächlich dafür da, uns zu zeigen, ja, guck mal, da hinten gibt es noch dieses neue Gebiet mit den... Oh, was ist jetzt passiert? Ah, der hat mich wahrscheinlich erwischt, als ich ausgestiegen bin. Ich wollte wegen dem hier aussteigen. Ich glaube, das ist tatsächlich nur da, um uns zu zeigen, hey Leute, hier gibt es das neue Gebiet, schaut euch das mal an. Aber da gehe ich nicht mit dem Krebs runter, weil den kriege ich dann nicht mehr hoch. Dafür ist er nicht agil genug. Vielleicht ist sie ja doch hier irgendwo in der Gegend. Aber ich sehe sie jetzt hier leider nicht. Naja, nicht so schlimm. Vielleicht habt ihr mehr Glück und ihr findet sie direkt. Hey. Ah, der hält ein bisschen mehr aus als die Motte. Das hat jetzt nur 5% Gesundheit gekostet. Ah, das wollte ich euch zeigen. Jetzt passt auf. Hier, das ist so eine Ressource, die ihr jetzt mit dem Bohrer abbauen könnt. Da drückt jetzt einfach den Arm, wo der Bohrer befestigt ist. Und zack, wird das einfach im Frachtraum abgelegt. Oh, okay. Wenn ihr nicht von so einem Hai gestört werdet. Und so könnt ihr dieses gesamte Ding hier abbauen, wenn ihr genügend Frachtkapazitäten habt. Ihr könnt auch natürlich noch ein, zwei Frachträume an den Krebs anbauen. Dann habt ihr sogar noch mehr Platz. Und so könnt ihr richtig schön Ressourcen sammeln. Jetzt gucken wir mal, wie viel da weggeht. Ich glaube, ich habe leider schon ein bisschen was. Ja, kein Platz mehr im Frachtraum. Nicht schlimm. Aber ihr seht, so kann man ordentlich Ressourcen farmen. Jetzt nehme ich doch hier glatt noch das Lithium mit, wenn wir schon hier sind. Kupfer habe ich auch gesagt, brauchen wir noch. So. Titan. Naja, gut. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg. Auch wenn ich jetzt hier Kapsel 7 nicht gefunden habe, ich gebe mich zufrieden mit den Fragmentteilen, die wir vom Zyklopen gefunden haben. So, und ihr seht schon, jetzt mit meiner Sprungkraft, die ich hier an den Tag lege, ist schon nicht mehr so viel... Oh mein Gott, der greift mich schon wieder an. Hey. Jungs, ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. So. Oh, wir müssen da irgendwie wieder hochkommen. Und was trinken müssen wir auch noch. Jetzt will ich erstmal... Das war, wie gesagt, das ist mit dem Kerlchen hier, diese steilen Klippen zu besteigen, ist doch etwas riskant. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nochmal hoch. Ja, sieht aber gar nicht schlecht aus. Weil der einfach noch nicht so agil ist, wie ich es gerne hätte. Ich wollte euch jetzt aber unbedingt mal den Bohrarm zeigen.
Und deswegen haben wir das jetzt einfach mal riskiert. Ja, okay, wir sind schon wieder ganz oben. So, sehr schön. Ich lass mich mal hier kurz droppen und trinke eine Kleinigkeit. So. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Also, nochmal um das zusammenzufassen, Bohrarm, super um Ressourcen zu sammeln. Auch später, wenn der ein bisschen agiler wird und höher springen bzw. mit dem Seil sich auch ein bisschen schneller bewegen kann, dann könnt ihr wirklich auch damit in Gegenden vordringen, in denen es mehr von diesen Blöcken gibt. Zeige ich euch später auch noch. Aber jetzt erstmal doch eher einfach nur cool, das Ding so ein bisschen hier zu bewegen und sich so unbesiegbar zu fühlen. Und ganz wichtig, wir haben unsere Fragmente gefunden, da hinten am Heck der Aurora. Die Fragmente, um unseren Zyklop bauen zu können. Das war mir besonders wichtig jetzt für diese Episode, damit wir im nächsten Teil schon unsere nächste Trophäe einsammeln können für den Zyklopen, und dann haben wir schon auch fast alles gebaut, um unsere große Reise in die Tiefen von Subnautica zu beginnen. So, da sind wir zu Hause, schön sieht's aus. Auch hier können wir jetzt im nächsten Teil noch ein wenig expandieren. Das werde ich euch auch noch zeigen, und dann werden wir uns schon wieder der Story widmen und uns tatsächlich in die Tiefen hier dieses Planeten vorwagen. Bis dahin, hoffe ich, hatte ihr Spaß. Ich verräume jetzt unsere gesammelten Ressourcen und dann sehen wir uns im nächsten Teil bei Subnautica auf dem Weg zur Platin-Trophäe. Bis dahin und tschüss.